Willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Beim letzten Mal haben wir, wir waren bei Doc. Wir haben einen Auftrag, wir sollen eine Datasette besorgen, eine möglichst teure und so. Und, ich gucke mich jetzt aber erstmal um, bevor wir jetzt hier irgendwie was anderes tun. Oder? Hab's bis eben getan. Hier ist dieser Gadget-Shop, wo wir hin sollen. Gehen wir mal rein. Gucken mal, was müssen wir denn tun, um eine Datasette zu bekommen. Herzlich willkommen in Gilligans Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shopomat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Wofür ist für den Lolli? Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Qualität ist mir wichtig. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Ja, das war eine teure Datasette genommen. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Golds Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau.
Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Kann ich jetzt einen Schub machen? Nein. Ist ja schon gut. Hätte sein können. Müssen wir immer Goal finden jetzt wieder, ne? Wo ist sie denn? Wo ist sie jetzt hingelaufen? Also ja, sie wollte raus, aber mehr weiß sie da jetzt auch nicht. Eine Airbag-Kiste. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Das sind Dinge, die man auf jeden Fall braucht. So, was haben wir denn hier in diesem komischen Nest? Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Da haben wir bestimmt ganz tolle Würmer rein. So, jetzt bin ich oben. Was können wir denn oben hier Tolles tun? Oben. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Okay. Ja, gereicht. So genau wollte ich es nicht wissen. So, jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne hinten zum Dock hin. Weil wir wollen ja auch noch andere Datas hätten. Und da wollen wir natürlich gucken, was müssen wir tun. Da wollen wir den Typen, der da oben gefangen ist. In dem Roboter. Saftpressenhut. Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt extra lässig aus. Wie ein Mann von Welt. Goal wäre garantiert hin und weg. Dann nimm doch mit. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Okay, das heißt, ich kann im Laden hier das Ding mal benutzen. Ein Lottomat. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Dann versuch doch dein Glück. Lotto-Spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Schade. Bananenentkrümmer. Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Dinge, die die Welt braucht. Ein goldener Drache der Unsichtbarkeit. Und was ist das hier? Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Woher weißt du, dass er golden ist? Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Ist ja schon gut. Okay. Da oben wieder Puzzleteil. Irgendwas zum Sammeln. Irgendeine Notiz oder so, ich weiß nicht. Einmal ein leeres Fach. Ach, das ist hier das, wo das Ding drin in war. In dieses Fach passt genau ein Saftpressenhut. So, und da oben ein Anti-Schwerkraftsocken. Anti-Schwerkraftsocken? Die haben hier echt alles. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wow. Anti-Schwerkraft. Halt das Ding da oben an. Können. Unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil. Sonst kann ich jetzt hier nichts machen. Au! So, wieder abgelegt. Oh, hier vorne kann ich noch was. Ein Schredder.
So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Ah, toll. Dinge, die ich schon immer vom Bett aus machen wollte. Einfach mal was schreddern. Das heißt, damit kann ich dann Dinge eventuell schreddern. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Na, ich wollte so mal gucken. Ein Mist. Warum steht der Schredder dann überhaupt hier? Aber echt. So. Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Ja, oben drin. Aber gut. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Was verkaufst du denn hier so? Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie Sie rumlaufen zum Beispiel. Leider machen Leute. Okay, bist du ein Roboter? Bist du ein Roboter? Der Gadgeteer hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Mhm. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Wo kann der Gadgeteer nur sein? Wo kann der Gadgeteer nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Okay, der Gadgeteer ist also verheiratet? Der Gadgeteer ist also verheiratet? Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Beistand? Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Gut, Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Schlimm. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Und warum ist der Sockel dort leer? Warum ist der Sockel dort leer? Der ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Und was kann das noch? Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät. Reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Okay, bin ich mal wieder weg. Ich bin dann mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Definiere bald. So. Zurück zum Doc. Es tut mir sehr leid, verdammt. Mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Ist ja schon gut. Na gut. Dann gehen wir jetzt zum Hafen. Okay. Oh, muss ein Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Und es ist nicht dein Nest? Wahnsinn, da ist ein Ei. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Das war bezogen auf das eine Rohr.
Okay. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Ah, das war also das Rohr da hinten auf dem anderen Ding. Gut. Ein Notenständer. Ein Notenständer? Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Stoßstange? Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Gondoliero, Gondel. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Gut, dann reden wir mal mit dem Gondoliero gleich. Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Nö, ja, anscheinend nicht. Huhu, prego. Was sind das für Noten? Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Gut, musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen, wie, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Okay, nette Gondel. Coole Gondel. Sì, sì. Ist Gabriel molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Gut, dass es dann auch so einen Ersatz-Airbag gibt, ne? Will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Arrivederci. Arrivederci. Was? Was für ein Ding? Ach, nichts. Okay. Gut. Da haben wir die Spelunke. Da können wir dann gleich rein, um Bosu zu finden. Mal gucken, was das hier. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Vielleicht. Kurbel? Geht nicht. Er macht ja gar nichts. Schraubendreher? Auch nicht. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Das ist kein Schrott. Okay. Ja, es soll sich auch nicht verbrennen. Na gut. Mal gucken, wo es hier sonst so hingeht. Zum Marktplatz. Ach du Scheiße. Das war mir schon fast ein bisschen zu überfüllt. Da weiß ja gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Klein Venedig. Da hängt ein Handschuh an dem Fenster da unten. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Oder sie hängt genau richtig. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend... Oh. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht weil Antennen immer so schnell kaputt gehen. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Nein, ich kann mich gar nicht. Okay, jetzt haben wir die ganzen Orte quasi erkundet, bis auf da ganz, ganz oben. Gut. Kann ich das Ding da unten angucken, irgendwie? Glaube nicht. Eine Einstiegsluke. Was? Oh. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ja. Ha,
Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ya! Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Heißt das, der unsichtbare Drache macht einen auch unsichtbar? Das heißt, wir brauchen den unsichtbaren goldenen Drachen. Aber gut, wie das hier weitergeht, gucken wir uns an in der nächsten Folge von Chaos auf Deponia. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.